Mein Name ist Kirill Kobanchenko, ich bin Geiger bei den Wiener Philharmonikern und habe die Ehre, dieses Jahr, im Jahr 2020, für den Wiener Kaffeesederball das Stück Beethoven Reflected, was meine Komposition, mein Projekt ist, mein musikalisches und künstlerisches Projekt ist, am Wiener Kaffeesederball mit 10 wunderbaren Ballettbahnen vorzustellen. Beethoven Reflected ist eine Hommage an einen großen Meister, an vielleicht einige Ideen, einige Melodien, wie es vielleicht heute, 52 Jahre später, wäre oder klingen würde, wenn heutigen Künstlern, die aus unterschiedlichsten Musikbereichen kommen, die eine oder die andere Melodie einfallen würde. Wir haben bei diesem Projekt 3 Streichinstrumente, 2 Violinen, ein Cello und einen Elektronikkünstler. Ich glaube, die Besonderheit ist die, dass wir versucht damals hier auch eine ganz eigene neue Klangsprache zu entwickeln. Es ist eine Komposition, die viele Tänzer der Vereinigung des Wiener Staatsopernballetts geschrieben wurde und produziert wurde für die Eröffnung des Cafés Balls, wo dann diese 10 wunderbare Ballettpaare über das Parkett schweben werden. Ich freue mich sehr, am 14. Februar Beethoven Reflected präsentieren zu dürfen. Ich wünsche allen Gästen eine wunderschöne, lustige, rauschende Ballnacht. Und kommen Sie zur Eröffnung, schauen Sie sich die Eröffnung online an und freuen Sie sich auf Beethoven etwas anders.